Guten Morgen. Wir haben das erste Mal brauchbares Wetter, um vernünftig Dünger zu streuen. Wird auch Zeit, gerade jetzt im Raps. Und im Hintergrund läuft der Teleskoplader mit einem HW80. Dann nehmen wir also 8 Big Bags mit. Jarasulfan. Und dann bleibe ich mit meiner kleinen Waffe hier immer schön im Feld. Braucht mir keinen Kopf machen, über den Luftdruck auf der Straße zu fahren. Und der Teleskoplader legt einfach am Feldrand regelmäßig ein oder zwei Big Bags nach. Und dann kann ich hier auch bei nicht ganz idealen Bedingungen, weil es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schmierig wird, kann ich damit wenig Gewicht fahren. Gut. Dann legen wir mal los, ja. Für Verpflegung ist gesorgt. Das ist immer ganz wichtig, wenn wir hier den ganzen Tag durchstreuen wollen. So, jetzt wird aufmunitioniert. Zwei Säcke kommen gleich rein. Haben wir 2 Tonnen drauf. Jetzt schwenken wir mal die Kamera und starten von Schlepperseite. Ich habe jetzt hier die Daten auf den Stick gezogen. Die kommen hier in die Seite rein. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. So rum. Und zum Schluss zeige ich euch, wie die Daten auf den Stick gekommen sind. Jetzt machen wir erstmal einen RX-Import. Ja, wir ersetzen die mal. So, jetzt zieht er erstmal die Daten. Übertragung abgeschlossen. Kann der Stick im Prinzip wieder raus. Dann habe ich hier bei Dokument, was ich ausbringen will, den RX-Ordner. Und da muss der hier einen Shapefile finden. Und zwar Schlag SQ Weide. Ja. Düngen nach Gewicht. Mengeneinheit Kilogramm je Hektar. Wenn ich außerhalb des Schlages mich befinde oder einen GPS-Ausfall habe, dann muss ich ihm hier mal sagen, was er dann streuen soll. Das ist ganz wichtig. Und das war hier ja, jetzt muss ich mal rechnen, das sind 50 Kilo, das sind, ich glaube, um die 200 Kilo, ja. Das sind 48 Kilo N. Geben wir ihm jetzt hier mal so an. So, jetzt wandelt der das um. Und da ist unsere Karte. Das stimmt leider nicht hier, weil hier muss er was abziehen. Das sind Blühstreifen. Da habe ich noch nicht daran gedacht. Das muss ich dann mal im Programm erklären. Aber ansonsten zeigt er mir natürlich an, was maximal, minimal und im Durchschnitt dann gestreut wird. Da habe ich gut geraten mit meinen 200 Kilo. Kann man annehmen. Ja. Gut. Jetzt habe ich mir wieder schön meine Halterung hier platziert, ja. Aber ich habe vergessen, das entsprechende Gegenstück an die Kamera zu montieren. Naja, egal. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie so wieder ein bisschen freihändig machen. Für heute jedenfalls. Wollte euch nur mal zeigen, was so ein Bar, wie das dann aussieht. Ne? Also der ist sauber eingestellt. Da würde ich auf keinen Fall weniger machen. Stehen sogar 3,5 Stollen auf dem Boden. Oh, los geht die wilde Fahrt. Der Teleskoplader legt mal vor. Dann kann ich schön langsam hinterher tingeln. Und ja, dadurch, dass ich jetzt so wenig Druck im Reifen habe, kann ich eh nicht vorlegen hier mit 40-50 km/h. Dann geht mir den Reifen kaputt. Und die haben sich jetzt natürlich hier erstmal schön überlegt, hier noch ein Schlauch über die Straße zu backen. Oh, gut. Ja, dann mit Vollgas ins Feld, ne? Jetzt haben wir die 2 Kilometer Straße geschafft, fahren nur noch 1 Kilometer Feldweg. Ist das für die Reifen auch nicht so schlimm hier mit 10 km/h oder irgendwas. Wollte ich noch zeigen, wir fangen ja mit dem Raps an. Die Karte von eben war für die Gerste gedacht, mit im Schnitt 50 Kilo N. Um Raps streuen wir ein bisschen mehr, ja. Nur Erklärung, was jetzt rot dargestellt ist, das sind die minimalen Raten, 270 Kilo umgerechnet, 65 Kilo N, da ist der Raps also aktuell am dicksten, da hat er im Winter schon viel N aufgenommen. Ist, was meine Erfahrung ist von der Fläche her, kurioserweise, oder was heißt kurioserweise, das sind die Bereiche, wo der Boden eher schwächer ist, wo er sandiger ist. Aber den bringen wir natürlich auch nicht mit 4 Tonnen nachher durchs Ziel an der Stelle, weil dann nachher einfach das Wasser fehlt. Also fangen wir da schon an, ein bisschen zu reduzieren.
und auf den Stellen, die hier grün dargestellt sind, die, das sind nachher unsere Zonen, wo ein bisschen mehr geht, ja, auch die gelben Zonen. Da müssen wir nachher den Ertrag holen und da müssen wir jetzt entsprechend mehr düngen. Das heißt, das sind Maximalrate bis 400 Kilo, sind umgerechnet 95 Kilo N, was jetzt für die erste Gabe dann da eben drauf kommt. Im Durchschnitt streuen wir 328 Kilo, das müsste irgendwie 80, irgendwas um 80 Kilo N sein, was da jetzt im Durchschnitt drauf kommt. Genau. Ja. So, wir sind schon eine Runde rumgefahren, Vorgewende, hat schon mal funktioniert. Und jetzt legen wir die nächsten zwei Big Bags nach. Und jetzt zeige ich noch mal kurz die Höheneinstellung. Dazu machen wir hier den Streuer mal hoch. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, da haben wir 53. Muss ich auch mal ein bisschen über den Bestand. Da müssen wir nochmal gucken, dass der so ein bisschen vage ist. Und dafür gibt es hier schon von Rauch so tolle App mit Tools. Anbauwinkelmesser. Mal ranhalten. Ist nicht ganz ideal. Wir müssen einen Tick nach vorne. So. Da muss man am Oberlenker noch mal nachkorrigieren ein bisschen. War jetzt erstmal zu Hause eingestellt. Aber wir sind jetzt nicht völlig falsch, ne? Füße sauber machen. Und dann geht's weiter. So, der Streuer hat 2300 Kilo drin, weil vorhin noch 300 Kilo Restmenge drin war. Okay, bestätigen. Darüber einmal bestätigen. Jetzt schalten sich die Teller ein. Bin einmal außen rum gefahren. Ja. Und jetzt gehen wir wieder hier näher rein. Das ist wieder Field View. Das zeichnet mir auf, was ich hier tatsächlich streue. Und einmal kurz durch die Bedienung fliegen. Das ist unser Haupteinstellungsbereich. Beispielsweise jetzt für den Dünger habe ich schon mal abgespeichert, den so fahren. Ausbringmenge kann man eingeben, Arbeitsbreite, Fließfaktor und so. Das zieht man sich alles aus der Rauch-App. Dann kann man hier immer seitlich durchswitchen. Vier Masken haben wir hier. Normaldrehzahl 900. S4-Scheiben für 24 Meter Arbeitsbreite. Und wenn er auf Grenzsteuern geht, halbiert er die Drehzahl. Und dadurch brauchen wir auch kein Prallblech, was wir einschwenken in den Bereich. Das ändert er nur über die Drehzahl und den Aufgabepunkt. Der hier bei 6 ist normal und hier geht er auf 5 unter. Und dann sind wir in dem Bereich fertig. Hier Maschinenentstellung ist jetzt noch wichtiger. Geschwindigkeit zieht er sich alles über GPS. Und hier müssen alle Haken gesetzt sein, damit er über GPS und alles mögliche, also eigentlich vollautomatisch läuft. Ja. Wenn das alles eingestellt ist, dann läuft das. Da gibt es noch eine Schnellentleerung, Systemcheck und all sowas brauchen wir heute alles nicht. Wichtig ist, dass hier überall die Pfeile da sind, dass wir jetzt im Feld keine Grenz- und Randstreuen machen. Jo, und dann läuft das Ding jetzt. Die Drehteller sind eingeschaltet, die laufen jetzt mit 900 Umdrehungen. Aufgabepunkt ist 6, weil wir im Bestand sind. Und er zieht sich gerade 333 Kilo, was er hier an dieser Stelle streuen soll. Dann drücke ich auf Start. Und dadurch, dass wir jetzt die Seite weiterschalte, wir haben hier schon außen rum gestreut. Und jetzt setzt er halt wirklich perfekt ein, dass wir hier keine große Überlappung haben am Vorgewende. Ja, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen drin. Jetzt würde so ein normaler Mensch denken, ja, guck mal, ein paar Meter vorfahren, dann geht das, muss ich ja schon anfangen zu streuen, aber der Streuer schmeißt ja auch erstmal ein paar Meter nach hinten. Also fährt er erstmal noch eine ganze Weile, ehe er jetzt überhaupt das erste Mal dann auch einschaltet. So, jetzt kommt er erst, ja. Guck mal, wie weit wir schon gefahren sind. Jetzt ist erst der richtige Zeitpunkt, um einzusetzen. So. Und dann läuft er. Er reguliert jetzt schon die Menge, hat schon ein bisschen runter reguliert. Hier steht der Raps offensichtlich ein bisschen besser. Jetzt kann man hier noch bei Field View ein bisschen die Auflösung ändern, indem man das mal automatisch anpasst. Fertig. Und dann sieht das ein bisschen anders aus. Das ist jetzt auch Quatsch. Nochmal ändern. Maximalwert sind eigentlich, Moment, 390 und minimal 250 oder sowas. Fertig, fertig. Und dann wird die Karte ein bisschen bunter, fahre ich hier einfach nur noch den ganzen Salat ab und freue mich, dass der Streuer
was alles vollautomatisch so macht, wie ich mir das gerne, wie ich mir das wünsche. Ja, langsam wären wir fertig mit der ersten und größten Fläche Raps dieses Jahr. Hier knappe 30 Hektar. Mal hier nochmal gucken. Ich sollte mit Linksystem fahren. Das macht die Sache einfacher. Also das ist hier die Karte, die wir hier gerade abstreuen im Hintergrund. Ja, so. Sieht man das mal. Wir sind hier in einem schlechteren Bereich. Und hier sehen wir über Field View, wie wir das auch aufgezeichnet haben. Also die Karte und die Karte sollten am Ende ziemlich ähnlich aussehen und das tun sie dann wohl auch, so wie es aussieht. Wenn man hier mal rausguckt, das ist wirklich somit die beste Stelle hier. Der Raps, der steht wirklich schön fett. Das heißt, er hat schon deutlich mehr Stickstoff aufgenommen als da, wo er eben nicht so gut steht. Und darum sind wir gerade in einem Bereich, wo er die Stickstoffmenge reduziert. Ja. Das ist eben mein Ziel. War auch eine Frage im letzten Video. Rechne mal aus, wie viel Dünger du jetzt einsparst mit dem neuen Streuer. Na, das ist nicht mein Ansatz. Wir sind durch die Düngeverordnung schon so stark eingeschränkt, dass wir eigentlich den Dünger, den wir streuen können, auch ausnutzen sollten, weil sonst sich die Ertragsspirale immer weiter nach unten dreht. Und entscheidend ist eigentlich, dass wir die Menge Dünger, die wir zur Verfügung haben, optimal verteilen, so wie es vom Boden, wie es der Boden verarbeiten kann. Also besserer Boden kann mehr Stickstoff, mehr Nährstoffe speichern, da kann auch er kann mehr Wasser speichern und da haben wir insgesamt die höheren Erträge. Und damit wir da langfristig auch nicht vom Humuspool zu viel ziehen, müssen wir da eben auch mehr Stickstoff nachlegen. Und natürlich auch in gewisser Weise pflanzengerecht. Da, wo die Pflanzen eben jetzt im Rückstand sind, müssen wir jetzt am Anfang ein bisschen aufholen und dann gucken wir im zweiten, dritten Gabe, was wir denn entsprechend an der Stelle wieder optimieren. Ja? Also es geht vor allem darum, mit der sowieso schon knappen Menge Dünger, die man einsetzen darf, die perfekt und optimal zu verteilen. Jetzt kommt einer der wichtigsten Tools vom neuen Streuer, und zwar Section Control. Wir sind jetzt hier schön an einem keiligen Stück, wie man hier auch sehen kann. Ja, aber jetzt sieht man schon, wie er hier Stück für Stück dann hocharbeitet. Ich zeige das gleich nochmal in die andere Richtung. Und das ist dann der große Vorteil von einem vor allem auch hydraulischen Streuer, der eben Section Control dann hat, so wie der hier. Wir kommen jetzt hier an den Keil. Ja. Dann fängt er jetzt eben an, Stück für Stück, stufenlos nahezu, immer mehr von der Teilbreite jetzt hier wegzuschalten. So, und jetzt sind wir halt am Vorbild, wenn wir jetzt manuell mal Stopp machen. Hier nicht wundern, da muss ich noch die Überlappung, die Software richtig einstellen, ne? Das ist jetzt erstmal nur, was er aufzeichnet, da habe ich nicht die richtigen Einstellungen hinter, deswegen sieht das hier noch so ein bisschen wild aus. Aber hier, der Streuer, der hat ja eine Grundeinstellung, der weiß ja, wie er das machen muss. Und hier sieht man es ja auch, dass das eigentlich ganz gut passt, ne? Wie der da in dem Bereich sauber dann auch aufzeichnet und das wahrscheinlich auch ordentlich macht. Ja, und das funktioniert eben tausendmal genauer, als wenn ich das jetzt hier von Hand machen würde. Da habe ich keine Chance. Kann ich ein bisschen raten, aber du hast eine 24 Meter Arbeitsbreite und das wird nie so genau werden. Ne? Jetzt hat er dann die volle Arbeitsbreite. Guck mal, wie weit wir schon weg sind. Ob man das alles von Hand so hinbekommt, naja, ich weiß es nicht. Also, für mich ist das schon eine super Sache, weil wir haben auch viele Schläge, die sind halt nicht quadratisch und praktisch wie Teils in der Börde oder so. Ja, das ist hier alles noch sehr keilig und ungleichmäßig. Wenn man die Fläche anschaut hier, das ist meine beste Fläche, ja. Also so eine schöne gleichmäßige Fläche habe ich sonst kaum. Aber selbst hier gibt es halt diese keiligen Bereiche zum Ende hin oder hier an der Kante und das ist einfach tausendmal besser mit so einem Streuer hier. Hier ist also der Raps noch hinterher, der muss noch viel mehr Stickstoff aufnehmen. Und darum gehen wir hier in diesen auch dunkelgrünen Bereich gerade, wo er dann eben auf Maximalmenge 395 Kilo, umgerechnet 95 Kilo entstreut. Und vorhin die fetten Bereiche eben entsprechend weniger. Ja, ja, die Fläche ist fertig und jetzt zeige ich euch noch mal kurz, was wir hier mit Field View noch Tolles anstellen können. Wir können hier nämlich einmal in die Applikationsübersicht schauen. Und wir haben tatsächlich auch das, was ich ausbringen wollte, haben wir rausgebracht. Also
9100 Kilo ungefähr. Im Durchschnitt haben wir dann 325 Kilo je Hektar ausgebracht, was dann 78 Kilogramm N entspricht. Und dann haben wir insgesamt 2200 Kilo N ausgebracht. Ja. Wenn ich jetzt noch Internet hätte, hätte er mir noch die Temperatur und die Windrichtung und Windgeschwindigkeit dokumentiert. Und exportieren als PDF mache ich jetzt aber nicht, machen wir dann zum Schluss. Ja, und so sieht es dann halt aus, wenn es fertig ist. Wie gesagt, den Überlappungsbereich, den muss ich mal noch hier in dem Programm hier bei FieldView noch optimieren, aber das kriegt man dann auch noch hin. Ich fahre jetzt quasi das erste Mal ohne große Einweisung, die kommt erst Montag. Und ich habe eigentlich alles nahezu perfekt hier hinbekommen. Macht eigentlich alles, was er soll. Jetzt haben wir noch 400 Kilo drin und damit fahren wir jetzt auf den nächsten Schlag. Ja, das läuft hier heute just in time. Mein Kollege ist auch gerade ran auf den zweiten Schlag mit dem Dünger. So macht er natürlich Laune. Grenzstreuen, das will ich euch auch noch mal zeigen. Dazu verändert der Streuer die Drehzahl auf der Außenseite, halbiert die Drehzahl, 450, verändert den Aufgabepunkt auf 5 und reduziert noch mal ein bisschen die Düngermenge. Ja, das ist so ein bisschen Detailoptimierung, dass wir nicht zu viel auf der Zone haben. Das ist jetzt mit der Kamera schwer zu erkennen, aber das ist schon geil. Er schmeißt wirklich ziemlich genau da auf die Kante und es ist halt wichtig, dass da auf dem Weg, auf dem Fußweg dann natürlich nichts landet. Und das ist natürlich eine Sache, die kriegst du mit einem mechanisch angetriebenen so in der Präzision nicht hin. Ja. Da war ja auch das Kommentar drunter, dass das alles mehr Fluch als Segen ist mit dem hydraulischen Antrieb und das nie so genau läuft wie eine feste mechanische Verbindung. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil man eben dadurch die Teller in der Drehzahl unterschiedlich steuern kann, kriegen wir hier einfach eine bessere Präzision hin, ja. Ja, der streut also wirklich haargenau da an die Kante ran und ja, das ist schon ziemlich geil, muss ich mal sagen. So, auch noch mal ganz witziges Detail, dadurch, dass wir jetzt einen Wiegestreuer haben, weiß ich halt immer genau, wie viel noch im Streuer ist und aufgrund der aktuellen Ausbringmenge sagt er auch, wie weit ich jetzt noch komme von der Fläche. Wenn ich jetzt in meinen Einstellungen hier reingucke, habe ich halt eine Restfläche von 4,7. Ich komme nur noch 3,5 Hektar weit. Also weiß ich, ich muss noch mal einen Sack nachfüllen. So, das ist auch noch eine Besonderheit. Wenn man jetzt hier wirklich mittendrin fährt, wie da zu sehen, kann der Streuer eben auch nur innen streuen. Ne? Dazu verändert er den Aufgabepunkt. Ja, noch ein bisschen die Drehzahl. Und dann kannst du hier halt wirklich so einen Keil auch aus der Mitte heraus ausstreuen. Jetzt haben wir einen Raps tatsächlich schon fertig gestreut. Das ging heute richtig zügig. Und jetzt machen wir gleich weiter hier noch auf der Gerste. Das ist hier die späte Gerste. Direktsaat nach dem Sorghum, was kein Sorghum geworden ist, war dann sozusagen eine Zwischenfrucht. Was mir aber direkt auffällt, ist einfach mal die Befahrbarkeit hier ist, die ist phänomenal. Ja. Also das ist ganz anders als da, wo wir den Raps intensiv tief vorher gegrubbert haben. Da siehst du, wenn du hinten rausguckst, da siehst du keine Spur. Jetzt haben wir hier keinen direkten Weg und keinen Graben, sondern nur so einen Blühstreifen und da können wir jetzt auf Randstreuen gehen. Das ist ein bisschen anders als Grenzstreuen. Beim Grenzstreuen hält die Maschine wirklich die Grenze auch ein und beim Randstreuen optimiert er eher das Wurfbild, also die Verteilung auch Richtung Schlagkante. Das kann er aber nur schaffen, indem er ein wenig über die Grenze, über den Rand drüber hinaus streut. Also Randstreuen ist besser, um hier hinten das ordentlich auszustreuen. Das ist die Verteilung besser, da brauchen wir auch nicht 20% reduzieren. Aber jetzt fliegen auch, weiß ich nicht, 1-2 Meter über den Schlag hinaus noch ein paar Düngekörner. Ja? Und da muss man dann immer abwägen. Fahre ich zum Beispiel an einer Schlagkante zu einem konventionellen Nachbarn, der auch bloß Getreide stehen hat oder so, dann kann man eher auf Randstreuen gehen. Oder ich bin selbst mein eigener Nachbar. Ja,
Und wenn ich eben dann einen Ökobetrieb nebenan habe oder einen Graben, Graben müssen wir eh 5 Meter Abstand halten mit Bewuchs, allein schon wegen Pflanzenschutz. Ja, aber jetzt wie vorhin ist so ein Radweg oder so, da wollen wir natürlich auch keine Körner da hinschmeißen. Das fragen sich die Leute, was macht der Bauer, warum schmeißt er hier das Ganze? Ja, warum muss jetzt hier wieder Nitrat ausgewaschen werden? Und da muss man dann eben die richtige Entscheidung treffen. Und das ist halt so ein Beispiel. Hier spielt der Streuer jetzt alle Stärken aus, ja. Das sieht man hier hinten, sieht man das gleich ganz toll hier, ne? An den Kanten. Das ist natürlich ein Gedicht, ja. Wie willst du das mit einem mechanischen manuell streuen? So, das geht gar nicht. Dann will ich es nochmal zeigen hier, dass auch Autotrack läuft. Nicht, dass ihr denkt, das ist zu doof oder zu faul, mir das hier einzustellen. Das ist auch nicht schwer. So, und dann läuft das hier auch ein bisschen angenehmer. Muss man auch ein bisschen die Richtung korrigieren, aber so grundsätzlich, ja, toll. So kann man arbeiten. Ja, noch ein positiver Punkt mit dieser Kombi hier, der kleine Traktor und dem hydraulischen Steuer, spare ich 3 bis 4 Liter in der Stunde Diesel. Einfach dieses universelle Autotrakt, das ist echt. Jedenfalls, ja, 3 bis 4 Liter die Stunde Diesel-Einsparung. Eben erstmal der Traktor kleiner und dann einfach hydraulisch angetrieben, kann ich immer schön hier mit 1200 Motorumdrehung. Geht ja nicht schwer sonst, ja. Oh, ist auch ein Argument, oder? Und wenn du jetzt sagst, 50 Stunden mal 4 Liter sind 200 Liter Diesel, dann sind auch mal gut 300 Euro, so noch ein bisschen mehr im Jahr. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Den größten Effekt, den kriegt man einfach über die Technik, dass man den Dünger optimal verteilt. Dann, wie versprochen, komme ich mal zu dem Punkt, wie erstelle ich eine teilflächenspezifische Karte, um danach Dünger oder auch Pflanzenschutz auszubringen oder sogar auch Saatgut. Jetzt sind wir hier im Field View, in der Ansicht, wo ich dann schon mal ein Feld ausgewählt habe. Und jetzt ist hier beispielsweise die aktuellste Biomassekarte zu sehen vom 28. Februar. Das ist ja mal knappe 10 Tage her. Also das ist recht aktuell. Wenn man die vom 8. Februar sieht, hat sich das auch nicht so viel verändert. Die rote Zone hier hinten ist mehr geworden. Das heißt, hier ist geringere Biomasse. Ihr erinnert euch im Video. Hier haben wir dann auch mehr Stickstoff gestreut. Das ist tendenziell auch eher ein besserer Bereich der Fläche, ja, hier auch so am Graben entlang. Das sind also die Bereiche, wo wir dann mehr Stickstoff streuen und das sind die Bereiche, wo wir dann weniger Stickstoff streuen, weil schon mehr aufgenommen wurde. Also gehe ich hier in die Applikationskarten. Hier liegt jetzt also schon die Karte vor, die ich erstellt habe beim letzten Mal. Wenn ich die erstellen will, dann gehe ich hier auf neue Applikationskarte erstellen, auf Düngung. Das könnte ich auch mit Aussaat machen, da gibt es dann auch andere Möglichkeiten. Das ist ein anderes Thema. Wir bleiben mal bei der Düngung und wir erstellen die Zonen aus einem Kartenlayer. Man kann es auch alles selber und individuell machen. Das ist aber müßig. Dann nehmen wir uns also eine aktuelle Karte aus dem Erntejahr 23, was ich gesagt hatte, die aktuellste und letzte Aufnahme. Man könnte auch eine von vor 3 Jahren. Da sah es eben ganz anders aus. Wir bleiben im aktuellen Jahr, nehmen die letzte verfügbare Karte. Und dann geht's los. Jetzt kann ich angeben, wie viele Zonen ich erstellen will. Aus meiner Sicht machen ungerade Zahlen immer ganz gut Sinn, weil ich zum Beispiel jetzt irgendwie einen Mittelwert habe, den ich streuen will, beispielsweise 80 Kilo N. Dann kann ich eben sagen, die Zone 3, die mittlere Zone, da kommen dann eben 80 Kilo N hin und dann kann ich 2 Zonen nach unten abstufen und 2 Zonen nach oben. Man kann auch mal überlegen, ob man es noch feiner aufdröselt mit 7 Zonen oder ob man es einfacher hält. Das muss man dann für sich entscheiden, was man da für eine Philosophie fährt. Wir können ja mal aus Spaß mal eine einfachere Variante fahren mit 3 Zonen. Dann rechnet er jetzt eben das entsprechend um. Dann haben wir halt irgendwo so einen Mittelwert. Das sind diese Zonen hier. Einen sehr guten Bereich, also viel Biomasseaufwuchs, wo wir jetzt Dünger einsparen können. Und wir haben hier diese roten Zonen, die halt schlechter sind. Da müssen wir halt mehr Dünger anstreuen. Ja. Dann geht es weiter. Wir wollen im Erntejahr applizieren, sagen dann auch wann. Morgen, am 10. März.
Wir wollen Stickstoff streuen. Wir haben einen Sulfan, der ist auch da. Und dann hat die Karte automatisch halt diesen Namen. Und dann geht's weiter. Jetzt haben wir unsere Zonen. Ich gehe jetzt hier immer noch mal auf die Karte, weil ich natürlich wissen will, wo ist denn hier was. Ja, das ist hier so die mittlere Zone, hatten wir ja vorhin festgestellt. Und dann möchte ich ja gerne 80 Kilo N streuen. Dann rechnet der schon um in Aufwandmenge, also Menge, was an Dünger fallen muss, 333 Kilo. Dann gibt es die zweite Zone, das ist die gute. Da will ich vielleicht 10 Kilo einsparen, sagen wir jetzt einfach mal. Also kommen da nur noch 70 hin. Und das ist die Zone, wo hier noch ein bisschen mehr gehen muss, Zone 1. Da streuen wir jetzt 90 Kilo, legen wir bis drauf, ja. Können auch 100 Kilo reinschreiben, da muss jetzt jeder für sich entscheiden, was da Sinn macht. Da könnte man mal vorher rausgehen ins Feld und wirklich gucken, wie ist denn da der Aufwuchs. Und dann hat er hier unten schon ausgerechnet, dass wir im Durchschnitt dann wieder bei den 80,5 landen, ja, weil die Zone ist ja deutlich kleiner, das sind ja bloß 6 Hektar. Wenn ich mit 90 fahren würde, würden wir 78 streuen. Also, wenn ich im Schnitt bei den 80 bleiben will, streue ich da jetzt eben nochmal deutlich mehr hin. Und so komme ich eben auf meinen Schnitt von 80. Da weiß ich auch, was ich ausbringen muss, ne? Diese 9,78 Tonnen von dem Produkt. Wenn ihr jetzt hier Probleme seht, weil ihr zum Beispiel sagt, das macht ja gar keinen Sinn hier, so eine Insel, die kann man jetzt auch anklicken und aufteilen. Ja, dann entstehen hier 1000 neue Zonen und da muss man die alle wieder zusammenlegen. Ihr könnt aber auch was einzeichnen, ein Quadrat, ein Kreis und sonst was, Polygon, so. So, speichern. Jetzt habt ihr hier eine eigene Zone, Zone 4. Da könnt ihr jetzt, ihr könntet auch was umfahren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hier ist ein Wasserloch, da soll kein Dünger fallen, dann schreibt ihr da jetzt 0 rein. Dadurch, dass der Streuer eben stufenlos verstellen kann, wird der Streuer hier nahezu keinen Dünger hinstreuen. Ja, so könnt ihr Problemzonen umfahren. Will ich an der Stelle natürlich nicht machen, aber ihr könntet es jetzt zum Beispiel auch zusammenführen. Dann müsst ihr jetzt diese und diese Zone anklicken und speichern. Und dann ist das jetzt, dann ist dieser Fleck weg und ist jetzt wieder die Zone 1, wo wir gesagt haben, da müssen 100 Kilo hin. Ja. So sieht's aus. So funktioniert das. Für mich ist das dann an der Stelle jetzt fertig. Wir speichern die Änderung und wir haben jetzt hier gleich eine zweite Karte. Ja, das zum Vergleich war meine Karte mit 5 Stufen, die ich auch appliziert habe. Und das wäre eine einfache Variante mit 3 Stufen. Dann brauche ich bloß hier auf Exportieren gehen. Das ist schon vor. Na, Moment, ist es nicht. Wir müssen erst noch, müssen wir auf Herunterladen gehen. Und dann müssen wir auswählen, was wir hier für Displays haben, wie wir das verarbeiten wollen nachher auf dem Traktor. Da gibt es also jede Menge Auswahl. Wir fahren mit John Deere. Da brauchen wir ein RX-Shapefile. Das kann ich jetzt herunterladen. Hier ist der RX-Ordner und diesen RX-Ordner, den zieht ihr jetzt auf einen USB-Stick und mit dem USB-Stick, habt ihr gesehen, eingangs des Videos, schiebe ich auf das 2630-Display und schon kann der Streuer die Karte abstreuen, die ich hier gerade generiert habe. Mit neuerer Technik müsste das sogar über MyJohn Deere auch kabellos funktionieren, also dass der die Daten übers Internet sendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch den Hinweis, dass es sich sehr gelohnt hat, gestern den Dünger zu streuen, weil wir heute tatsächlich eine 5 cm Schneedecke hatten und morgen 20, 30 Liter erwartet werden. Und da bin ich ja heilfroh, dass wir den ganzen Raps und auch Teile vom Getreide jetzt auch abgehakt haben. Vielen Dank!